So, einen wunderschönen guten Abend, meine lieben Freunde, und willkommen zum zweiten Part von AR. Genau. Was müssen wir tun? Ich muss zugeben, es ist schon ein bisschen länger her, dass ich den ersten Part gedreht habe. Das müsste vor 3 Tagen gewesen sein. Das heißt, ich muss trotzdem noch mal ganz schnell gucken, was wir machen müssen. Dum, 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 dum. Es hieß doch, dass wir mit der einen hier reden können, wenn wir Fragen haben. Ach, da unten. Genau, machen wir das doch mal schnell. Damit wir wissen auch, was wir hier machen müssen oder können. So, wo ist sie denn? Genau, hier haben wir sie. Dinah oder so. Oder wie heißt sie? Hallo? Hier. Das Heiligtum der Dämmerung liegt am nächsten nordwestlich von hier. Nordwestlich. Das heißt hier. Okay. Jo, dann. Machen wir das doch. Ups, Entschuldigung. So, nordwestlich. Das wäre dann so. Können wir ein bisschen Vollgas geben hier. Dum, du, du. Also die Flugengine gefällt mir halt echt mega gut. Dum, 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 dum. Müsste eigentlich hier sein, oder? Genau. Nee, das ist was anderes. Das ist hier der Zwielichtsee. Ah, das ist wahrscheinlich weiter vorne noch. Wow, hoch! Da hinten, das müsste das sein. Sehr schön. Und abspringen. Yeah. Sind wir hier richtig? Ich glaube schon, oder? Dum, 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 dum. Guck mal, was haben wir hier? Nichts. Cool. Ah, hier, lesen. Die Hoffnung unseres Volks wurde durch ihre Worte und die Zuflucht, die sie uns gewährte, aufs Neue erweckt. Tiergeister halfen ihr, den Eingang hinter durch Sonne und Mond markierten fallenden Wellen im nahen Nordosten zu verbergen. Was? Nochmal. Die Hoffnung unseres Volkes wurde durch ihre Worte und bla bla bla. Tiergeister halfen ihr, den Eingang hinter durch Sonne und Mond markierten fallenden Wellen im Nordosten zu verbergen. Das heißt hier... Zwischen Mond und Sonne. Bei fallenden... Das sind so kleine Rätsel. Das finde ich geil. Für mich ist das hier Nordosten. Gucken wir mal hier oben. Ob hier was ist. Also ich glaube zumindest, dass das kleine Rätsel sind. Oh, kleine Vögel. Wie süß denn. Haben wir hier noch irgendwas? Nö. Nee, hier ist aber nichts. Im Nordosten. Ja, es sei denn, er schickt mich halt wirklich gerade wieder dahin, weißt du? So. Oh oh, das will ich nicht. Nochmal hoch. Oder hier oben. Ne, hier oben ist nichts. Guck mal, Sonne... Ah, warte mal. Sonne und Mond und Nordosten. Das heißt das hier. Weiß nicht, ich probier's einfach mal. Hier ist aber nichts. Ah, aber kann sein, dass wir genau hier ins Wasser gehen müssen. Auch nicht. Okay. Also ich klicke das Ding nochmal an. Ich will nochmal gucken, was der uns damit sagen wollte. Dum, 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 dum. Müssen wir nochmal lesen. Lesen, lesen, lesen.
Also. Wo waren das? Hier. Die Hoffnung unseres Volkes wurde durch ihre Worte und die Zuflucht, die sie uns gewährte, aufs Neue geweckt. Tiergeister halfen ihr, den Eingang hinter durch Sonne und Mond markierten fallenden Wellen im nahen Nordosten zu verbergen. Durch fallende Wellen. Mann. Leute, das ist nicht so einfach. Also, vielleicht wirklich, der Eingang ist vielleicht hier unten. Kann das sein? Dass ich hier durchfliegen muss? Nee, oder? Hier ist aber nichts. Oh. Hier sind diese fallenden Wellen. Aber ich sehe halt auch wirklich keinen Eingang hier. Oder seht ihr was? Nee. Für mich sind ganz klar das hier die fallenden Wellen im Nordosten. Ganz klar. Aber für mich ist hier kein Eingang. Oder stelle ich mich jetzt gerade ganz doof? Nochmal gucken. Ui. So. Ach ja. Also. Lesen. Blablabla. Tiergeister halfen ihr, den Eingang hinter durch Sonne und Mond markierten, das wäre ja da oben, diese Tafel, im nahen Nordosten zu verbergen. Den Eingang durch Sonne und Mond markierten fallenden Wellen. Mann! Hier ist Sonne und Mond. Hm? Sieht man. Wart mal. Meint ihr, ich muss... Nee, das sind ganz viele von diesen... Hier ist diese Sonne und Mond, ne? Das sieht man. Okay. Hier ist Nordosten. Sieht man ja oben am Kompass. Zwischen Norden und Osten. Oder das ist halt wirklich hier irgendwo, ne? Ich sehe nichts, Leute. Ich sehe nichts. Wo müssen wir lang? Oder ist hier irgendwo ein... Nee. Hä? Also gut, ich fliege einfach mal jetzt in die Richtung. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass hier hinten nichts mehr ist. Nee, hier hört die Welt jetzt dann langsam auf.
Hier ist also wirklich nichts. Ganz komisch. Oder meint ihr, das ist überhaupt kein Rätsel? Und ich suche hier stundenlang rum. Aber ich muss doch zum Zwielichtsee, das war das doch gewesen, oder? Soll ich nochmal zurückfliegen, nochmal schnell mit der reden? Dass die mir... Ja, komm, ich fliege nochmal ganz schnell zurück. Da, mit Vollgas. Nee, komm. Ich rede erstmal wirklich mit der, bevor ich jetzt das ganze Zeug hier angucke. Aber eigentlich müsste das genau hinter dem Wasserfall sein, falls das irgendein Rätsel sein sollte. Was ich ja glaube. Die Siedlung. So. Wo haben wir denn die Häuser und das ganze Zeug? Da unten. Wow. So. Sehr schön. Also reden wir doch nochmal mit der. Hey. Mhm. Hallo, Aug. Ich habe mir ins Schrein besucht, um eine Lage zu machen. Ich teile deine Sorge, aber ich möchte dich etwas anderes fragen. Bist du auf Geister gestoßen? Mir sind leuchtende Zeichen und seltsame Luftverzerrungen aufgefallen. Fast wie kleine Glühwürmchen, aber es waren keine Insekten. Ich glaube, sie sind, was man Erinnerungen der Vergangenheit nennt. Man sagt, dass das Licht der Laterne ihre Geheimnisse entschlüsseln kann. Sie wurden in meinen älteren Märchen erwähnt, dass ich Erin einmal vorgelesen habe. Vielleicht können sie dir etwas Wichtiges verraten. Oh, soll ich dich nochmal die nächste Station deiner Pilgerreise erinnern? Das Heiligtum der Dämmerung liegt am nächsten nordwestlich von hier. Okay, also wir waren auf jeden Fall sowieso falsch, weil wir müssen zum Heiligtum der Dämmerung. Ah, liegt nordöstlich von hier. Wieso sind wir denn dann komplett falsch geflogen eben gerade? Bin ich jetzt echt so unfähig gewesen? Nein, will ich jetzt nicht hören. Also, nordöstlich von hier. Zum Heiligtum der Dämmerung. Du, 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 du. Das müsste hier irgendwo sein. Heiligtum der Dämmerung. Das ist doch hier, oder? Hier haben wir ein paar Schrifttafeln. Mein Name ist Aram und ich war Zeuge des großen Zerfalls. Mein Jüngster war krank und ich bat die Tiergeister um Hilfe. Als ich am Schrein von Iliqui betete, durchschnitt ein schrecklicher Schein den Himmel und das Land erzitterte und schrie. Vor Schreck floh ich davon und beobachtete mit Adleraugen, wie das Land in Stücke zerbrach und zu Staub zerfiel. Nur ein Ort erschien mir still. Dorthin flog ich und ließ mich angsterfüllt nieder. Das war der Leuchtturm. Ist das hier der Schrein? Teil 2 lesen. Der Leuchtturm war von einem goldenen Schrein umgeben, der mich wärmte und beruhigte. Ich sah die Priesterin Kara weinend an mir vorübergehen. Sie trug einen der Laternenschlüssel, so wie sie ihn in der Stadt Urzera fertigen. Aber die Laterne war tot. Kara war es, die es schimmerte. Es schimmerte, aber von meinen Augen begann sie zu verschwimmen. Sie stieg den Leuchtturm hinab und ich sah, dass sie etliche Tiergeister um den Turm versammelt hatte, um ihr zuzusehen. Als Kara vor sie trat, neigte sie ihre Häupter und ließen sie dann wie einem wertlosen Befehl folgen. Alleine zurück. Okay. Warte, erstmal den Teil noch lesen. Dann sah Kara mich an und sagte, du bist Aram. Was Aram? Ich kenne dich und wir haben etwas zu besprechen. Ich fand meine Stimme und fragte, was ist mit der Welt geschehen, Kara? Einen Moment lang blieb sie still, dann sagte sie, eine große Gefahr ist an uns vorübergegangen. Zugleich jedoch auch ein großes Licht. Es ist an der Zeit, dass wir uns alle zusammenfinden, damit wir wieder in Einklang mit der Welt leben können. Seit dieser Zeit fliege ich von einer zerbrochenen Insel zur nächsten, um den Vermissten von
einer neuen Heimat zu berichten. Dorthin, wo wir unsere Wunden heilen können, wo meine Jüngste sich erholen kann. Okay. Das war jetzt der Schrein gewesen, oder wie? Oder täuscht das jetzt? Oder das da. Kann auch sein. Oh, Vögel. Aber das auch nicht... Hä? Hm. Das ist aber nordöstlich. Als nächstes nordöstlich von hier. Das wäre das gewesen. Das Einzige ist, wenn ich jetzt halt hier... ob ich jetzt hier noch was finde. Nö, das ist nur so ein kleiner Krebs. Okay. Nun denn. Ist nicht nordöstlich von hier. Mann, Mann, Mann. Oder vielleicht meinen die ja überhaupt gar nicht die andere Insel, sondern wirklich den Leuchtturm halt, ne? Nee, oder? Ich flieg mal dahin. Ah, oh, das ist sowieso die Siedlung. Ach komm, dann reden wir nochmal mit der. Das Heiligtum der Dämmerung liegt am nächsten nordwestlich von hier. Soll ich dahin laufen oder was? Hey. Ich finde da nicht hin. Aug, aug, das ist dein Name. Hab ich recht? Was passiert? Was ist passiert? Hast du Geister gesehen oder Tiergeister, Schätze, Geheimnisse? Ich würde so gerne auf Entdeckungsreise gehen. Es ist nicht fair, dass ich hier auf dieser Insel festsitze. Manchmal gehe ich auf die Abenteuerreise mit meinen Eltern, aber das zählt auch als Abenteuer. Einmal waren wir an einem super tollen Ort, hoch im Norden, ziemlich verschneit, mit einer riesigen Statue. Sie ist ein wenig kaputt, aber trotzdem cool. Und ich heiße Erin. Nun, damit du es weißt. Okay, es kann natürlich auch sein, dass die gar nicht wollen, dass ich dahin fliege, sondern dass ich dahin laufe, nordöstlich von hier. Das kann natürlich auch sehr gut sein, aber hier ist nichts mehr. Nee, das kann nicht sein. Hier kann ich auch nichts machen. Ich muss nochmal mit der reden. Ansonsten fliege ich hier einfach nur noch wahllos durch die Gegend. Und das wollen wir ja nicht. So, hallo. Nochmal mit dir reden, bitte. Das Heiligtum der Dämmerung liegt am nächsten nordwestlich von hier. Alter, das kann man ja nicht falsch verstehen. Entschuldigung. Das ist für mich das hier. Nordwestlich von hier. Das heißt da. Oder meint ihr die ganze Karte? Das Heiligtum der Dämmerung. Also gut. Hier sind nur Felsen. Und ich fliege jetzt nordwestlich. Hier ist noch eine kleine Insel. Ist das vielleicht das hier? Zwielichtsee. Toll. Jetzt bin ich wieder am Zwielichtsee.
Ach Gott, oh Gott. Und das ist ja für mich auch hier kein... Ja, und das Rätsel, das kann ich ja auch irgendwie gar nicht lösen. Ich glaube, ich werde ganz schnell dann mal gucken, wie es weitergeht. Und ich glaube an dieser Stelle... Hier gibt es ja halt auch nichts zu lesen, ne? Irgendwie noch mehr oder so. Nee. Die mit ihrem Namen Nordosten. Am Ende ist es doch im Arsch von der Welt. Also, meine lieben Freunde, ich glaube, ich werde an dieser Stelle den Part beenden und gucke dann schnell mal, wie es weitergeht. Sonst fliegen wir noch ewig durch die Gegend. Und ich hoffe, ihr seid auch beim dritten Part dabei, auch wenn es gerade nicht so viel passiert ist. Und ja, ansonsten würde ich sagen, habt einen schönen Abend und haltet die Ohren steif. Ciao.